Fokus irgendwie auf etwas anderes lenken. Wir sind ja irgendwie alle der Meinung, dass diese ganzen Ideologien und Ansichten aus der Vergangenheit, also ich betrachte es so, irgendwie mit Schugge machen. Ja? Und ich würde gerne den Fokus auf das lenken, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dazu möchte ich euch etwas vorlesen. Das ist ein altes Sprichwort von den Cherokee. Die höchste Berufung einer Frau ist es, den Mann seiner Seele zu führen, damit er sich mit seiner Quelle verbinden kann. Die höchste Berufung des Mannes ist es, die Frau zu beschützen, damit sie frei und unverletzt auf der Erde wandeln kann. Und das sind unsere Grundlagen. Ja? Und die Grundlagen, falls ihr irgendwelche Grundlagen sucht, das sind... ich kann das nur bestätigen, das sind jeden starken Mann eine starke Frau steht. Ja? So, als nächstes. Unser nächster Redner. Wer will, wer möchte? Ja, falls ihr auch noch einen anderen Fokus braucht, ja. Mir kommt das Thema Wissenschaft und Ökonomie eigentlich viel zu kurz. Es gibt Untersuchungen, weiß irgendwer darüber Bescheid, was Phosphor ist? Warum ist Phosphor so wichtig für uns? Habt ihr keine Ahnung? Wisst ihr, dass Phosphor eigentlich ein endlicher Rohstoff ist? Man hat 1930 einen ziemlich großen Guarana-Haufen entdeckt von Fledermäusen in einer der größten Höhlen in Argentinien. Das war genug, um die Weltbevölkerung so ziemlich für 50 Jahre zu ernähren. Aber dieser Haufen ist ziemlich aufgebraucht. Das Phosphor geht zu Ende. Sand ist auch ein Problem, ein riesengroßes. Und eigentlich aus rationalen Gründen, egal wie, welche Ansichten ihr habt, ja, es muss jeden irgendwann einmal doch ins Bewusstsein kommen, dass wir wirklich nur eine Welt haben und nur eine Chance. Und wenn wir das verbocken, haben wir, ja, hat die Menschheit eigentlich keine Zukunft mehr. Also hier geht es eigentlich mehr um die Existenz der Menschheit. Und das ist keine Verschwörungstheorie. Ja? Wir brauchen das Phosphor für hochkonzentrierten Dünger. Wenn wir den Phosphor nicht haben, dann gehen die ganzen Nahrungsmittelproduktionen zurück. Weil die ganzen Firmen, die züchten heute, das ist heute eigentlich Turbo. Wie soll ich sagen? Turbobionik. Das ist alles hochgezüchtet auf Geschwindigkeit, damit wir das Level halten können, die Weltbevölkerung eigentlich zu ernähren. Also hätten wir eigentlich genug da. Nur wir haben wirklich das Problem im Phosphor. Und bis jetzt gibt es eigentlich keinen Plan B. Das ist das Problem. So, langsam sollte ich irgendwie ablösen. Nein. Leute, ich möchte ja die heutige Veranstaltung eigentlich ziemlich benässt. Ich denke mal, sollten wir uns heute vor Augen nehmen, es gibt solche Leute, mit denen kann man nicht reden. Ich war kürzlich gestern zufällig in der Innenstadt und dann habe ich einmal verstanden, wie ein Ukrainer tickt, die normale Bevölkerung. Und ich war ziemlich erschüttert, ich bin dort mit meinem Kind gegangen und ich war ziemlich erschüttert, dass man in der Mitte von Stephansplatz den hitlergleichen Gruß Slavia Ukraina in aller Öffentlichkeit bei uns ausgestoßen hat und dass die Polizisten keine Ahnung haben. Und da frage ich mich schon, was soll das? Natürlich
Ich meine, ich kann mir vorstellen, also dieser Gruß ist ein eingeführter Gruß von den Bandaristen früher. Ja? Und ich finde es irgendwie ein bisschen problematisch, ja, weil schon mittlerweile, ich weiß es nicht, aber so vom Sehen her, sehe ich, grüßen sich die dort alle ziemlich recht häufig mit diesem Gruß dort. Ja? Und es ist ja dort eigentlich normal, als normal anzusehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ob die Leute wirklich die Bedeutung dieses Grußes kennen oder nicht. Ja? Nur ich finde es bedenklich. Aber diese faschistoiden Kräfte, welche wir dort haben, ja, ich finde es bedenklich, dass es irgendwie salonfähig geworden ist und sie das ja, eigentlich in aller Öffentlichkeit ausüben. Und ja, ich persönlich bin irgendwie erschüttert darüber. Man geht einmal auf unsere Facebook-Seite, da haben wir ein paar schöne, nette Videos, seht sie euch an. Und dann werdet ihr wissen, was der Gruß bedeutet. Und ja, mit diesen Leuten habe ich auch versucht zu reden. Es ist nicht wirklich ein Durchdringen. Egal was sie sagen, egal wie sie es sagen, sie haben dort das Feindbild Putin. Bei uns ist es wenigstens so, dass bei uns nicht gleich, ja, reflexartig Amerika gesagt wird, ja, wir können unterscheiden und sind es die Amerikaner, sind es die Engländer. Ich finde es auch bedenklich, dass in unserem Nachbarstaat eigentlich immer mehr Spione aufgedeckt werden und ich frage mich, wenn Österreich auch so ein angenehmes Land ist, wie es dann eigentlich bei uns aussieht. Und das sind alles so Sachen, die mich eigentlich beschäftigen, was eigentlich gar nichts mit dem, ob da derjenige ein bekennender Zionist ist, ob er wirklich weiß, ich weiß nicht, was hat er denn erklärt, was ist denn ein Zionist überhaupt? Also ich weiß, die Zionisten gab es schon vor Israel und ziemlich weit zurück, die haben auch so schöne Bücher geschrieben. Zionismus hat meiner Meinung nach angefangen mit der Verbreitung des Talmud. Und das, was da drinnen steht, also das sind eigentlich die Gräuel, welche die heutigen Zionisten ausüben, eigentlich ein Lächerlichkeitsschaß dagegen. Man muss sich einmal diese Wörter zu Gemüte führen, also ich habe nichts Menschenfeindlicheres gelesen, ja doch. Also viele wird es wundern, eine der menschenfeindlichsten Gedichte, die es je gab, in meinen Augen, ja, das sind die Gedichte der Gelbmützen. Weiß wer die Gelbmützen sind in Tibet? Die Gelbmützen ist eine Sekte, eigentlich, sie erfüllt alle Voraussetzungen für eine Sekte. Und deren Anführer war ziemlich lange Zeit der Dalai Lama. Und ich habe nichts Frauenverachtenderes gelesen in solchen Gedichten. Und dann wird so ein Mann öffentlich hofiert auf einem roten Teppich, als hätte er die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Also ich weiß nicht, wo dieser Mann diese Worte hernimmt. Vielleicht haben sie ein tibetanisches Facebook. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und man sollte mal in der Geschichte zurückgehen und sich einmal umsehen in ihren Tempelanlagen. Fragen Sie heute einen Tibeter, wollen Sie, dass die wieder zurückkommen? Es wird immer so hingestellt, als wäre das, ja, das Paradies auf Erden gewesen. Sie sollten sich mal ansehen, was für Folterwerkzeuge die haben. Das sind unsere vom Mittelalter, ja, ein ziemlicher Erholungsurlaub. So, ja, also dann kündigen wir den nächsten an.
Dejan, Clarissa singt. Also. Ja, es hat geheißen, wir kündigen den nächsten an, da war ich mir nicht sicher. Ja.